Im vorigen Tutorial haben wir eine Umfrage gemacht zu der Anzahl Personen, die in 24 Häusern leben. Dazu haben wir auch eine gruppierte Tabelle erstellt und diese gruppierte Tabelle kann zu verschiedenen Diagrammen führen, wie zum Beispiel das Säulendiagramm oder auch das Histogramm, das Kreisdiagramm, das kartesische Diagramm sowie das Polygon der kumulierten Frequenzen. Solche Diagramme kann man sehr leicht im Programm Excel erstellen lassen, wie wir jetzt sofort sehen werden. In dieser Spalte stehen die verschiedenen Modalitäten und ihre Anzahl kennzeichnen wir mit klein k. In dieser Spalte stehen die absoluten Häufigkeiten, deren Summe den Effektivbestand ergeben muss, das heißt hier 24. Wir werden die Summe in dieser Zelle hier eintragen und lassen sie aber von Excel ausrechnen. Dazu wählen wir da oben den Summenbefehl, Klick. Excel macht hier sofort die richtigen Zellen, so dass wir nur noch durch Enter bestätigen müssen und effektiv hier steht die Summe 24. Ich klicke nochmal auf diese Zelle. Und hier oben im Eingabebalken erkennen wir die dazugehörige Formel, die mit dem Ist-Zeichen beginnt. In Excel beginnen alle Formeln mit dem Ist-Zeichen. Hier in diese Spalte gehören die kumulierten absoluten Häufigkeiten hinein, wovon die erste, diese Zahl 2 ist. Wir haben die Zelle aktiviert, indem wir drauf geklickt haben. Jetzt beginnen wir die Formel mit ist, also in diese Zelle gehört hinein das, was da steht. Ich klicke auf diese Zelle, Klick und bestätige mit Enter. Da ist die erste absolute kumulierte Häufigkeit. Die Zahl, die da hineingehört, das ist diese 2 plus diese 4. Also in diese Zelle gehört, wir tippen auf das Ist-Zeichen, der Wert, der da steht, ich habe drauf geklickt, plus der Wert, der da steht. Klick. Wir bestätigen diese Formel mit Enter und 2 plus 4 macht effektiv diese 6. Diese Formel für diese Zelle kann jetzt auf die unteren Zellen übertragen werden. Dazu parkt man mit dem Cursor auf dieses kleine winzige Quadrätchen unten rechts von dieser Zelle und wenn man mit dem Cursor darauf parkt, so, dann wird der Cursor zum schwarzen Kreuz. Ich zeige es nochmal, ich parke, da haben wir das schwarze Kreuz und mit diesem schwarzen Kreuz ziehen wir jetzt die Formel einfach nach unten. Ich lasse los und zack, so haben wir sofort alle kumulierten absoluten Häufigkeiten, wovon die letzte natürlich der Effektivbestand sein muss. Kommen wir jetzt zu den relativen Häufigkeiten. Die Zahl, die da hineingehört, ich klicke auf die Zelle, das ist, ich tippe auf ist, die Zahl, die da steht, ich habe drauf geklickt, geteilt durch die Zahl, die da steht. Ich bestätige durch Enter. Auch diese Formel können wir durch dieses schwarze Kreuz nach unten ziehen, aber ich mache das mal, es entsteht hier ein Problem. Denn Excel versteht darunter nicht nur, dass er von dieser Zelle aus nach unten gehen soll, sondern auch von dieser Zelle aus nach unten. Hier soll er aber nicht nach unten gehen, sondern absolut auf diese Zelle bleiben. Also machen wir diesen Befehl hier rückgängig und in diesem Befehl geben wir ein, das können wir hier oben machen, dass Excel absolut in der Spalte E bleiben soll, daher das Stringzeichen vor dem E und hier ganz wichtig, er soll auch absolut in der 10. Zeile bleiben, deshalb setzt man vor diese C das Stringzeichen. Wir bestätigen das mit Enter. Am Wert hat sich natürlich nichts geändert,
Aber an der Formel hat sich etwas geändert. Und jetzt ziehen wir diese Formel nach unten. Excel versteht jetzt, dass er von hier aus nach unten fahren muss, aber von hier aus nicht. Er soll absolut auf diese Zelle bleiben. Machen wir das mal. Es funktioniert. Kommen wir jetzt zu der letzten Spalte, die Spalte der kumulierten absoluten Häufigkeiten. Die da hineingehört, das ist selbstverständlich die da steht, also Enter und fertig. Die da hineingehört, das ist der Inhalt dieser Zelle plus der Inhalt dieser Zelle, Enter. Und diese Formel können wir jetzt nach unten ziehen, so und fertig. Unsere Tabelle steht somit und sehr vieles wurde von Excel berechnet. Kommen wir jetzt zu den Diagrammen und beginnen mit dem Säulendiagramm. Dazu markieren wir hier die Zellen der einzelnen Modalitäten, drücken jetzt die Kontrolltaste und halten sie gedrückt und markieren noch die Zellen der absoluten Häufigkeiten. Ich mache das jetzt mit Absicht so, um zu zeigen, dass ein Problem auftreten wird. Wir gehen jetzt auf Einfügen, Klick, wählen hier die Möglichkeit des Säulendiagramms, zum Beispiel das erste, und stellen fest, dass Excel nicht das Diagramm zeichnet, das wir wünschen. Er hat beide Diagramme gezeichnet, das Diagramm für diese Spalte und das Diagramm für diese Spalte. Das wollten wir aber nicht, wir möchten nur das Diagramm von dieser Spalte, in dem dann die Modalitäten als Beschriftung dastehen. Also löschen wir dieses Diagramm wieder. Um das zu erhalten, kann man wie folgt vorgehen. Man geht auf die erste Zelle und setzt vor diesen ersten Wert ein Apostroph auf der Taste 4 zu finden. Klick, zweite Zelle, wir machen genau dasselbe, Apostroph vor der 2, bei der 3 ebenfalls, auch bei der 4, auch bei 5 und dann noch bei der 6. So, und jetzt machen wir wieder das gleiche wie eben. Wir markieren diese 6 Zellen, halten jetzt die Kontrolltaste gedrückt, markieren auch diese 6 Zellen, gehen auf den Reiter Einfügen, Säulendiagramm, wählen zum Beispiel die erste Möglichkeit aus und da haben wir es, unser gewünschtes Säulendiagramm, das wir hinterher noch formatieren können, wie wir möchten. Wir können zum Beispiel hier als Diagrammtitel Säulendiagramm eingeben. Wir können auch diesen Säulen verschiedene Farben zuweisen, indem wir auf eine Säule rechts klicken, wählen dann den Befehl Datenreihen formatieren, Klick und hier auf Farbe wählen wir die letzte Möglichkeit Punkt Farbunterscheidung. Ich klicke drauf, schließe dieses Fenster und somit haben wir ein schönes Säulendiagramm. Ich lösche dieses Diagramm wieder. Kommen wir jetzt zum Histogramm. Das kann man ähnlich herstellen. Wir markieren diese Zellen. Wir drücken die Kontrolltaste und halten sie gedrückt. Markieren so auch diese Zellen. Reiter einfügen. Wieder hier Diagramm 2D-Säule. So haben wir dieses Diagramm erhalten. Wir machen jetzt einen Rechtsklick auf eine der Säulen und wählen wieder Datenreihen formatieren. Hier steht Abstandsbreite. Bei einem Histogramm ist diese Breite gleich 0, also stellen wir sie hier auf 0. Gehen jetzt nochmal auf Farbe, wieder Farbunterscheidung, Klick und schließen dieses Fenster. So erhalten wir ein schönes Histogramm zu dieser gruppierten Tabelle. Auch das löschen wir wieder. Delete. Jetzt kommen wir zum Kreisdiagramm. Wir markieren wieder diese Zellen, sowie auch diese Zellen. Gehen wieder auf den Reiter Einfügen, wählen aber dieses Mal ein Kreisdiagramm und da ist auch schon eins.
In einem Kreisdiagramm befinden sich häufig die Prozentzahlen. Das können wir hier oben auswählen, zum Beispiel da, Klick. Und so haben wir ein schönes Kreisdiagramm mit Prozentzahlen enthalten. Löschen wir auch dieses Diagramm und wir kommen jetzt zu dem kartesischen Diagramm. Wir markieren wieder die entsprechenden Zellen. So, Reiter einfügen. Dieses Mal gehen wir auf diese Möglichkeit, Klick, und wählen hier die vierte aus, Klick. So erhält man das kartesische Diagramm. Auch das löschen wir wieder und kommen jetzt zum Polygon der kumulierten Frequenzen. Dazu markieren wir diese Zellen, drücken wieder auf Ctrl-Taste und halten sie gedrückt und markieren noch diese Zellen. Jetzt gehen wir wieder auf den Reiter Einfügen, wieder auf diese Möglichkeit, hier wieder auf die vierte und erhalten so das Polygon der kumulierten Frequenzen. Wir sehen auch hier, ganz wichtig, die höchste kumulierte Frequenz, das ist natürlich die 1. Auch zu unserem Hühnerstallbeispiel aus dem vorigen Tutorial werden wir solche Diagramme erstellen. Das werden wir selbstverständlich wieder in Excel machen. Zum Hühnerstallbeispiel haben wir hier die Klassen, hier die einzelnen Zentralwerte und hier die entsprechenden absoluten Häufigkeiten. In diese Zelle werden wir die Summe dieser Häufigkeiten eintragen. Wir werden diese Summe aber von Excel berechnen lassen, das durch den Summenbefehl. Excel markiert jetzt wieder sofort die richtigen Zellen, sodass wir nur noch durch Enter bestätigen müssen. Hier gehören die kumulierten absoluten Häufigkeiten hinein. Die erste, das ist natürlich die Zahl, die dasteht, was wir durch Enter bestätigen. Die zweite, das ist die Zahl, die dasteht, plus die Zahl, die dasteht, was wir wieder mit Enter bestätigen. Und diese Formel können wir jetzt mit dem schwarzen Kreuz nach unten übertragen. Selbstverständlich ist die letzte kumulierte absolute Häufigkeit gleich zu 30, der Effektivbestand. Kommen wir jetzt zu den relativen Häufigkeiten. Die erste relative Häufigkeit, das ist die Zahl, die dasteht, geteilt durch die Zahl, die dasteht. Enter, somit haben wir die erste. Aber wenn wir jetzt diese Formel nach unten ziehen, dann haben wir wieder das Problem mit der Division durch 0. Also machen wir das rückgängig und geben in diese Formel ein das Stringzeichen vor dieses F und, ganz besonders wichtig hier, vor diese 9. Wir bestätigen mit Enter und ziehen jetzt diese Formel nach unten und hopp, da sind sie, diese relativen Häufigkeiten. Jetzt kommen wir zu den kumulierten relativen Häufigkeiten, wovon die erste natürlich diese Zahl ist. Enter. Die zweite, das ist diese Zahl plus diese Zahl. Enter. Und diese Formel können wir jetzt nach unten ziehen. Und selbstverständlich achten wir darauf, dass die letzte kumulierte relative Häufigkeit gleich 1 ist. Das muss schon so sein. Kommen wir jetzt zu den Diagrammen. Das erste Säulendiagramm. Dazu markieren wir diese Zentralwerte und durch Drücken und Halten von der Ctrl-Taste diese. Wir fügen ein, einfügen, ein Säulendiagramm, werden aber wieder dieses Problem von eben haben. Das ist nicht das Diagramm, das wir wünschen. Wir löschen das und setzen jetzt hier vor diese 45 ein Apostroph, vor diese 55 auch, vor die 65 ebenfalls und bei 75 auch. Jetzt markieren wir nochmal diese Zellen. Ctrl drücken und halten. Wir markieren diese Zellen. Wir wählen den Reiter Einfügen.
Säulendiagramm, so, und jetzt erhalten wir effektiv so ein Diagramm, wie wir es wünschen. Und sehen auch hier, als Abszisse werden diese Zentralwerte eingetragen. Nochmal, hätte man es gerne bunt, pro Säule eine Farbe, so geht man auf Datenreihen formatieren auf Farbe und wählt in der Füllung die Punktfarbunterscheidung. Wir schließen dieses Fenster und haben so ein schönes Säulendiagramm. Jetzt kommen wir zum Histogramm. Beim Histogramm werden auf der horizontalen Achse nicht die Zentralwerte eingetragen, sondern die Klassen selbst. Deshalb markieren wir schon mal die Klassen. Jetzt drücken wir und halten gedrückt die Kontrolltaste. Wir markieren die absoluten Häufigkeiten, wählen jetzt wieder den Reiter Einfügen, wieder hier Säulendiagramm, so. Im Säulendiagramm klicken wir rechts auf irgendeine der Säulen und werden die Datenreihen formatieren. Als Abstandsbreite wählen wir die 0 und als Farbe wählen wir wieder Punktfarbunterscheidung. Klick. Und somit haben wir ein schönes Histogramm zum Hühnerstallbeispiel. Kommen wir jetzt zum Kreisdiagramm. Das machen wir ähnlich. Zentralwerte, Kontrolltaste gedrückt, absolute Häufigkeiten, einfügen, Kreisdiagramm, wir wählen zum Beispiel dieses da. Und wenn wir wieder gerne Prozente hätten, dann wählen wir das entsprechende Format vom Kreisdiagramm und auch hier ein schönes Kreisdiagramm zu unserem Hühnerstall. Das wir ebenfalls wieder löschen. Jetzt kommen wir zum kartesischen Diagramm. Dazu wieder Zentralwerte, absolute Häufigkeiten, Reiter einfügen. Jetzt wählen wir diese Möglichkeit aus, diese da, und haben so sofort das kartesische Diagramm erhalten. Ich lösche das wieder. Jetzt lassen wir noch das Polygon der kumulierten Frequenzen zeichnen. Dazu brauchen wir wieder die Zentralwerte, aber dieses Mal diese relativen kumulierten Häufigkeiten. Wir gehen wieder auf den Reiter Einfügen, wählen diese Grafikmöglichkeit aus und hier die vierte. Klick. Auch hier achten wir sehr darauf, dass die höchste und letzte kumulierte relative Häufigkeit gleich 1 ist.